Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, ein bisschen kratzig auf jeden Fall. Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber soll auf jeden Fall uns jetzt nicht behindern, hier als Clown unsere vier Opfer zu suchen, die wir bespaßen wollen. Okay, so, dafür müssen wir die aber jetzt erstmal finden, ne? Das ist natürlich die Voraussetzung. Und, oh, da vorne ist schon einer. Ging nicht weit genug. Okay, das mit den Flaschen muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Oh, oh, oh. Ach, er ist tatsächlich reingelaufen. Tja, Dwight. So. Oh, voll daneben. Aber am Fenster. Ja. So. Okay, Dwight. Na? Ah. Ach so, jetzt mache ich am besten hier, ne? Jetzt musst du außen rum gehen, ne? Alles klar. So, Nummer Uno. Ich wollte Nummer 1 sagen. Okay, dann gucken wir mal, wo wir dich hinpacken. Ach, hier ist direkt der Keller. Okay. Dann geht's ins Untergeschoss. Da, wo wir schön spielen können. So. Alles klar, erst nochmal eine Flasche machen. Oder Flaschen. Okay. So. Nein, abgehangen? Ach nein. Oh mein Gott, okay. Der hat sich selbst befreit. Okay, dann sind wir jetzt mal ganz Gentleman-Clown und lassen ihn da unten mal in Ruhe. Suchen uns jetzt das nächste. Da vorne ist schon. Okay, weil er hat jetzt nur eine 4%ige Ja. So, dass er da runtergekommen ist, hat er. Ja, er hat nur eine 4%ige Chance, ne? Das honorieren wir mal ganz als Gentleman-Clown und werfen erst beim nächsten Mal unseren Handschuh wieder in den Ring. Oh, Alter. Ja, der war gar nicht schlecht. Komm. Okay, derweil ein Generator schon fertig. Komm. Ja. Okay. So. Okay, kommt direkt hier an den Haken. So, das ist ein Numero dos. Okay. So, ich schaue auch mal beim Generator hier nach. Ich glaube, der hat jetzt schon zweimal geknallt oder so. Nee, auf jeden Fall nichts. Okay. So, die Palette mache ich noch kaputt. Und dann müssen wir mal gucken. Der Dwight ist immer noch verletzt, ne? Okay, hier ist auch nichts am Generator. Na? Okay, mal gucken. Ne, also so richtig weit kommt man mit der Flasche auf hier. Ach, da! So. Jo, getroffen. Also so richtig weit kommen wir mit der Flasche ja nicht, aber... Gut, und das Sichtfeld ist schon eingeschränkt und man wird natürlich ein bisschen langsamer. Na, wo bist du hin? Na, oh, ich höre die Schreie. Okay, sie wurde auf jeden Fall vom Haken geholt. Die war irgendwo hier, ne? Da bist du. Komm her. Ich will doch nur spielen. Nur spielen. Nein. Ja. So. Okay, wo bist du? Da. Alles klar. So, die andere war aber auch ziemlich lange am Haken. Ich denke mal, die war auch schon im zweiten Status. Der Dwight, der kam ja jetzt im ersten Status auf jeden Fall runter.
Das heißt, die eine ist auf jeden Fall gleich, wenn ich sie nochmal erwische, dead. Und der Dwight kommt in den zweiten Status. So. Komm, 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 komm. Jetzt ist die Frage, wo sind sie? Wo sind sie? Okay, der zweite Generator. Einfach mal random ins Maisfeld. Ja, die lassen sich auf jeden Fall Zeit beim Abhängen. Da, 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 da. So, komm her. Ja, Dwight. Tja, so geht das. So, okay. Also ich würde sagen, läuft einigermaßen. Ne? Zwei Generatoren sind schon fertig. Drei hatte ich am Haken. Und sind jetzt auch relativ weit vom Status her. Ah, die waren schon wieder hier dran. Komm, 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 komm. Ach, ich denke, ich will immer viel weiter werfen, ne? Aber hier dieser, dieser dickbäuchige Athlet, der hat's aber nicht im Wurfarm. Hier war auch kurz. So, wo seid ihr? Ich will nur spielen. Nur spielen. Wo seid ihr? Okay, jetzt der dritte Generator. Nein. Der Dwight. Der geht drauf jetzt, ne? Jo. Okay. Hier war auch jemand, hier war auch jemand. Der Generator war ein wenig am Laufen. Und was, warum haben sie den Dwight denn nicht versucht zu retten? Der hatte jetzt noch einen ganzen Status gehabt. Okay. Ah, hier seid ihr. Hier seid ihr. Ja, die tiefe Stimme, die, also die tiefe Clown-Stimme, kann ich jetzt, glaube ich, nicht imitieren. Dafür, das würde, glaube ich, in einem Hustenanfall enden. So. Tja. Tja, jetzt, wo sind sie hin? Wo sind sie? Aber an sich finde ich den Clown auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde gut, und diese, ja, diese Fläschchen, die man werfen kann, um die Sicht einzuschränken. Und, ach da, ich glaube zu zweit sogar, wa? Okay, kümmern wir uns mal um die Mac hier. Ja. Erwischt. Komm, 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 komm. Na? Ja. Wo bist du hin? Hä? Hab ich das jetzt vercheckt? Ja, ne? Okay. Ach, da. So. Okay, die ist jetzt bestimmt nicht mehr benebelt. Da kann ich wieder nicht abwarten, ne? Da habe ich wieder diese Zuckung. Komm, komm, komm. Nein! Nein! Immer direkt in den Kopf geworfen. Obwohl, vielleicht imitiere ich jetzt auch einmal die tiefe Stimme. Komm, spiel mit mir! Oh, ne.
Ah, die ist rübergegangen. Ja. So, wenn du jetzt am Haken kommst, dann bist du Geschichte. So. Dann gehst du in die History ein, als die, die es nicht geschafft hat. Wieder Dwight. So. Ja. So, okay. Es sind noch zwei. Aber auch nur noch ein Generator. Erwischt, 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 erwischt. Komm zum Clown. Komm zum... Also es war jetzt keine Aufforderung für eine Straftat. Oh mein Gott. So. Oh, die Luke, die Luke. Ah. Die Luke ist also auch hier. So. Na, komm, 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 komm. Jawohl. Okay, ich glaube, wenn ich sie erwische, also wenn ich sie an den Haken packe, ist sie auch sofort down. Okay, ich denke mal. Ich hoffe, die... Wer ist eigentlich die Letzte oder der Letzte? Habe ich die überhaupt gesehen? Oder den? Ich weiß jetzt gar nicht. Vielleicht ist das wirklich so ein Stealth. So ein Stealth-Meister. So. Ich lasse die Luke einfach mal ganz Gentleman auch einfach mal sein und guck mir mal hier hinten den Generator an. Mal gucken. Also diesmal war ich ganz human, denke ich mal. Und ja, jo. Ja, diesmal war ich ganz human. Weil ich habe mich nochmal ein bisschen alte Killerfolgen von mir angeguckt. Und damals, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, da war ich ein bisschen mehr am Campen, ne? Das mache ich ja heutzutage nicht mehr so. Aber war mir auch gar nicht bewusst, dass ich das gemacht habe, ne? Naja, egal. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch Spaß gemacht und gefallen. Und über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei den nächsten Videos wieder. Ciao, euer Malida. Thank you.